Leute, ihr nehmt irgendwas Schnur. Leute, der Piepser ist an. Schnur nimmt. Oder? Ich hau an. Leute, bis, Leute. Ja, da hängt was. Fisch. Yeah. Fisch. Das ist ein Ding. Fisch. Moin Leute, willkommen im neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Schön mit Köderfisch auf Zander. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein paar Köderfische. Deswegen schön die kleinen Mistwürmer auf einen ganz kleinen Circle hoch. Und jetzt fährt der Zug hier auch noch vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Naja, so steht. Leute, ich glaube, das ist die kleinste Grundel, die ich je gefangen habe. Geil. Ja, Leute, die Muscheln sind auch wieder am Start. Ah. Noch mal so eine kleine. Ne? Die nächste, Leute. Ja, die hat doch eine super Größe. Auch. Leute, die nächste schöne Grundel ist am Haken. Und die nächste. Ja, Leute, langsam habe ich auch genug Grundeln, ne? Leute, eine ganz kapitale noch mal zum Schluss. Eine ganz kapitale. Sehr schön. Erst gedacht, das ist ein Barsch. So, Leute. An meinem Spot hier angekommen, an meiner schönen Spundwand. Heute mal ein bisschen anderer Spot. Ne? Nicht da, wo ich sonst war. Man muss ja auch mal was Neues probieren. Ne? Also, ich habe mir Riderhaken besorgt. Ne? Damit versuche ich jetzt noch mein Glück. Ködernadel. Ne? Rein damit. Schön so eine fingerlange Grundel. So, wie sieht das denn aus hier? Wie sieht das aus?
So habe ich mir das vorgestellt. So, so dass der Haken immer schön frei ist. Ne? Ja, es gibt viele Varianten, den anzuködern. Ne? Auch einfach nur so einen Haken durch die Nase. Aber ich mache das gerne so. Mal gucken, ob es klappt. Leute, ich glaube da einfach dran. Ne? Schön so ein bisschen Knoblauch dran. Und dann geht der erste Köderfisch schon mal raus. Ich werde auch gar nicht weit auswerfen. So. So. Meine Tasche wieder halb als Rutenhalter benutzen. Hier, so. Auf den Bissanzeiger schön. So. Den machen wir auch mal an. Wunderbar. Und die Schnur mache ich mir hier wieder schön in so ein Gummibändchen rein. Ganz leicht. Wunderbar. Bin gespannt. Wie ein Bettler. Ja, Leute, die zweite Rute ist ready. Schön mit der Pose und einer Grundel dran. Ne? Mal gucken, dass das wird hier wieder heute. No, no, no. Ja, Leute, kurzes Update. Bis jetzt ging genau nichts. Ne? So ist das auch mal beim Angeln. Ne? Aber es ist jetzt, was haben wir jetzt? 7:30? 8:00? Irgendwie sowas. Ne? Das wird schon noch. Und wenn nicht, dann ist das so. Ne? Ich melde mich gleich. Leute, wisst ihr, warum noch nichts gebissen hat? Weil ich noch nichts getrunken habe. Ne? Daran wird's lieb. Leute, ich habe einen Biss. Auf jeden Fall hat Schnur gezogen. Ja. Vielleicht habe ich auch verkackt. Geht langsam Schnur ab. Ah, ja, ja, ja. Langsam geht Schnur ab. Tja, wie lange wartet man? Soll ich mal anhauen? Ja, komm. Ich guck. Nix, Leute. Leider nix. Weiß ich nicht. Da habe ich wohl ein bisschen verkackt. Den Biss. Das war bestimmt ein Biss. Ah. Ja, Leute, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, ne, gerade.
Ich hatte einen Biss und wahrscheinlich konnte der Fisch nicht vernünftig abziehen, weil die Rute gegen den Rutenhalter geknallt ist. Ne? Naja. Vielleicht geht ja noch was. Ich glaube, ich habe einen Biss, Leute. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da ist was dran. Schau mal an. Ah, ne. Aber da war doch was, ey. Ich glaube, Hause an. Ah, Mando. Ja, Leute, ich hatte schon wieder einen Biss. Entweder war das ein Zander oder eventuell eine Krabbe, ne? Weil komplett die Eingeweide weg sind von der Grundel. Ich weiß es nicht. Ich mache mal eine neue dran. Ich habe ja genug. Ja, Leute, wieder ein Biss verhauen, ne? Das kann ja auch nicht immer klappen, ne? Neue Grundel ist drauf. Hoffentlich beißt noch mal was an. Leute, Biss. Biss, Leute. Ja, da hängt was. Leute, ein Fisch. Schöner kleiner Zander. Jawohl. Dankeschön. Geil. Ja, Leute, da ist der gute Zander, ne? Aber was ich hier bemerkt habe, ne? Ich habe einen Riderhaken benutzt. Der hing hier ganz vorne nur an der Lippe, ne? Und was ich gesehen habe, da ist noch ein Haken drin, Leute. Ne? Das heißt, der wurde schon mal gefangen und keine Ahnung. Der wird jetzt erlöst, der gute. Leute, da ist er nochmal in voller Pracht. Schöner Zander. Der hat auch auf jeden Fall das Maß. Geil, da freue ich mich. Leute, ihr nehmt irgendwas Schnur. Oder hat zumindest gerade. Leute, ich werde jetzt mal anhauen. Ne, nix. Naja, vielleicht war ich wieder zu spät. Grundel sieht mal gut aus. Leute, der Piepser ist an. Schnur nimmt. Oder? Ich hau an. Ne. Nix. Nix. Ah. Leider nicht. Vielleicht eine Krabbe. Ja, Leute, ich habe jetzt mal zusammengepackt. Bin auf dem Weg nach Hause. Das war doch ein schöner Angelabend. Ne? Ein Zander ist im Sack. Ja, und zwei Bisse hatte ich, glaube ich. Also entweder waren das Fische oder Krabben. Ne? Man wird es nicht erfahren. Ja. Auf jeden Fall klappt es gut in letzter Zeit. Ne? Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.